Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einem weiteren How to Scout Video in Inazuma Eleven 2 Feuersturm Eissturm. Wir sind immer noch dabei, die 5 Farben aka Power Rangers nenne ich sie zu bekommen. Wir haben bisher schon 3 absolviert. Wir haben Rot geholt, wir haben erst Gelb geholt, dann Rot geholt und jetzt die Blauen. Und jetzt kommt das einzige Mädchen in dem ganzen Team, und zwar Pink. Und auch wie jeder anderen hauptnormale Farbe Pink normal bekommt ihr über das Bekanntensystem. Pink D bekommt ihr nur in Feuersturm und Pink S bekommt ihr nur in Eissturm. Ihr müsst jeweils halt in der Maritimes Tour gegen Team Blaze antreten in Eissturm und bezwingen und halt in Feuersturm Team Cannon antreten und bezwingen. Und dann müsst ihr natürlich nur noch die echten Namen herausfinden und dann könnt ihr die jeweils die Editionen natürlich oder der Versionen holen. Und ich vermute mal, dass die tauschbar sind. Das heißt, man kann alle 3 Versionen auf eine Edition haben. Fangen wir natürlich mit der normalen pinke Version an. Die hat auch den gleichen Strang wie Rot und Gelb. Nur ab einem gewissen Zeitpunkt, ab einem gewissen Punkt ändert sich das. Und das werdet ihr auch gleich im Speed-Verlauf sehen. Dafür musste ich neue Spieler, also das ist ein neuer kleiner Strang, den wir noch gar nicht bearbeitet haben. Aber ich werde ihn für euch, ich habe euch alle Informationen reingepackt, die ihr braucht, um die Leute natürlich anzuwerben. Also immer schön gespannt zugucken, damit ihr das nicht verpasst für die Informationen. Ansonsten, ja, sehen wir uns dann gleich, wenn wir den anderen, wenn wir halt Pink D uns holen werden. Aber erstmal fangen wir mit Pink Normal an. Thank you.
Thank you.
Nachdem wir hier Pat Lubow geholt haben, brauchen wir nämlich zwei neue. Also wir müssen bis zu ihr, zu dieser Dame. Und dann geht es ja hier weiter. Das haben wir bereits hier schon gesehen. Den haben wir schon geholt. Und dann kommen wir nämlich hier zu Amy Peach, aka Pink. Und dann holen wir uns die jetzt. Lass mich raten, sie ist auch in Hirschpark? Ja, sie ist im Hirschpark, alles klar. Alle sind im Hirschpark zu bekommen, wie es aussieht. Und mal schauen, ob auch die D-Version ebenfalls hier in der Niederland ist. So. Nara Hirschpark. Und sie ist ebenfalls hier oben. Also auch sehr einfach zu holen. Also zu finden. Mein Name ist niedlich und mein Gesicht so süß. Ich bin die schnuckligste Superheldin der Welt. Und ich war noch nie auf einem Date. Egal, ich bin die süße Pink. Und wer bist du? Bist du einer meiner vielen Fans? Wirklich? Das freut mich total. Aber erst muss ich sicherstellen, dass du ein Fan bist. So ist das. Bist du bereit für meinen fabulösen Auftritt? Das ist ja fantastisch. Ich warte schon ewig auf jemanden wie dich. Du bist ab sofort mein erster offizieller Fan. Und weil ich mich so freue, trete ich deiner Mannschaft bei. Darf ich? Bitte! Aber natürlich, komm mit. Deswegen mache ich das ja hier. Pink hat sich dir angeschlossen. Wundervoll. Heißer Feger. Nice. Bisher habe ich noch genug Teamgeist-Punkte. Aber schauen wir mal, ob es auch noch für den letzten ausreicht. Gut, für den letzten, also für den letzten wollte ich sagen, für den nächsten, also für Pink D, müssen wir natürlich in den Mario Times gegen Team Evans. Ach, Team Evans, wieso auch immer Team Evans? Team Cannon! Meine Fresse! Müsst ihr antreten und dann könnt ihr sie natürlich auch googeln. Wenn ihr Red, Pink D eingibt, dann findet ihr auch ihren echten Namen heraus, denn nur so kann man sie rausbekommen. Oder ihr schaut nämlich das Video hier, dann wisst ihr auch, was ihr eintragen müsst. Sie heißt Hannah Slack. Entweder Hannah oder heißt Slack. Ist egal welchen, ob ihr Vor- oder Nachnamen eintragt, weil dann findet Hillman erst die gute Pink D. Nur dann. Okay, 140. Ja, es wird langsam knapp. Es wird langsam knapp. Okay, auch in der Neverland, alles klar. Ich bin gespannt mit der S-Version. Die habe ich noch nicht aufgenommen, weil ich hole jetzt erstmal nur Normal und D. Und dann die S-Version. Auch in Eissturm könnt ihr natürlich unter das Bekannten-System auch die normale und die S-Version holen. Der einzige Unterschied ist natürlich halt, ne, zwischen S und D könnt ihr eventuell tauschen. Ich werde es bei allen schauen, aber ich vermute mal, dass die tauschbar sind. Und so kann man alle drei Versionen auf eine Edition und daraus auch eine Mannschaft bauen. Und da ist er. Was ist los? Kann ich dir irgendwie helfen? Fußball? Ich habe mein Leben nicht ein einziges Spiel gespielt, aber ich werde mir ganz große Mühe geben. Pink D. Ich kann dir nicht glauben, du spielst nämlich in Team Cannon mit. So ist es nämlich. Jetzt wird natürlich noch Pink S, aber wie gesagt, das kann ich nur in Eissturm machen. Für euch ist es alles schon fertig im Video, für mich ist es noch ein bisschen Arbeit hin. So ist das halt. Ja, jetzt kommt Pink S, die einzige Dame in den Sortiment hier. Wie gesagt, S-Version bekommt ihr nur in Eissturm. Und braucht den echten Namen, damit ihr Pink S euch
snacken könnt. So, ihr gebt einfach Lilly ein. Lilly Quattro heißt die gute Dame. Und dann haben wir sie. Pink S. Packen wir ein. Kosten nicht wirklich so viel. Kann man auch recht früh bekommen, finde ich. So wie die D. Müsst halt dann dementsprechend tauschen können. Wenn ihr die Möglichkeit habt. Ich habe sie ja. Und da ist die gute Dame. Hey, wie es aussieht, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Könntet ihr mit mir etwas anfangen? Super, ihr könnt auf mich zählen. Beim Fußball geht es doch darum, sich zu unterstützen, wenn es hart auf hart kommt. Pink, es hat sich dir angeschlossen. Wundervoll. Ja, so einfach ist es. So easy kann es sein. Ansonsten, wenn es euch natürlich geholfen und gefallen hat, wenn ja, lasst es mich wissen. Wenn ihr natürlich noch Spieler, noch kein Autoscout noch benötigen oder noch kein gemacht habe, lasst es mich wissen. In den Kommentaren schreibt es rein. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Also bis zum nächsten Spieler. Bis dann.